Herzlich willkommen in unserem Online-Kurs. Wir würden uns gerne kurz vorstellen. Das ist mein Kollege, der Patrick Wicker. Er ist seit 2,5 Jahren in unserem Team Informatische Bildung. Er ist ein sehr talentierter Primarlehrer und Informatiker und belebt unser Team immer wieder, wo er tolle Ideen hat, was so informatische Fragen angeht. Er schafft es einfach, informatische, auch komplizierte Sachverhalte einfach zu erklären und ist darum ein unglaublich wertvolles Mitglied in unserem Team. Dann darf ich gerade das Kompliment zurückgeben. Auf der rechten Seite von mir ist Nicola Farni. Er ist im Team für informatische Bildung. Er ist Dozent für informatische Bildung, der Ausbildung von Lehrerinnen, angehenden Primarlehrerinnen und Primarlehrer. Vom Hintergrund her ist er Medienwissenschaftler. Er hat ein Studium abgeschlossen in Medien und ein bisschen Informatik. Medium Informatik. Kommunikationswissenschaft war das Hauptfach. Wenn ich den Informatikteil übernehme, ist er in Sachen Medien dann der, der dort den Lead übernimmt. Ja, wir möchten euch ganz herzlich begrüßen in diesem Online-Kurs. Ein Online-Kurs, das ist ein Novum insofern, dass es in der Weiterbildung noch nicht sehr wirklich sehr viel so Online-Kurs gibt. Wir haben den Online-Kurs seit einem Jahr jetzt am Laufen. Das heisst, das ist der zweite Versuch und wir möchten euch ganz kurz vorstellen, um was es in diesem Kurs geht. Und der Nicola wird da gerade starten. Also, ganz kurz, was du in diesem Kurs lernst. Der Kurs ist eigentlich das Abbild von dem, was wir in den Fachwissenschaften in der Ausbildung mit den angehenden Primarlehrerinnen und Primarlehrern machen. Wir probieren die Inhalte, die wir ihnen weitergeben, in einem Online-Kurs verpacken. Du bekommst also einen Einblick in die Informatik als Fachwissenschaft. Du lernst anhand von einem Computational Thinking Tool, also einer visuellen Programmierumgebung, erst die Programmierschritte. Und das ist eine Umgebung, die du auch sehr gut mit Kind kannst einsetzen. Wir verwenden Agent Cube, aber mit dem Konzeptwissen, das du dort erhaltest, wirst du auch problemlos mit anderen Tools arbeiten können. Den Kurs haben wir in 7 Themen gegliedert und am Schluss machst du als Abschlussprojekt ein kleines Spiel. Das erste Thema, das du starten mit, ist das Thema Kreativität. Weil es eben nicht so intuitiv ist, dass Informatik durchaus ganz viel kreatives Potenzial kann freischalten kann. So die zentralen Fragen von diesem Themenbereich sind, was ist Kreativität, was sind digitale Artefakte, wie kann man den Computer verwenden, um kreativ eben zu arbeiten und wie werden diese Mittel auch eingesetzt und eben ergänzen und erweitern unsere herkömmlichen Möglichkeiten, die Artefakte zu erzeugen. Das zweite Thema ist die Abstraktion und die ist ziemlich nah mit der Kreativität verbunden. Da geht es nämlich eigentlich darum, dass wir in Computerspielen, aber auch in Simulationen, die wir Werte bauen, geht es ja eigentlich darum, bei der Welt herzuschauen, was die Zusammenhänge sind, also wie Sachen funktionieren. Und das muss ich so abstrahieren, dass ich es in einem Programm kann probieren, simulieren, dass ich die virtuellen Welten kann überhaupt erschaffen kann. Denn der nächste Punkt ist das Thema Daten. Wenn es darum geht, Sachen digital darzustellen, dann geht es darum, dass man Daten erzeugt. Also wie kann der Computer eingesetzt werden, dass man dann die Daten überhaupt mal bekommt? Also, was sind Daten überhaupt? Und wie kann man die Daten dann auch mit dem Computer durchsuchen? Welche Überlegungen muss man da machen, dass das überhaupt funktioniert? Wie kann man Sachen, reale Sachen wie ein Foto dann plötzlich digital abbilden? Das sind so Fragen, die wir im Themenbereich Daten werden nachgehen. Wir sind jetzt also schon voll im Kernbereich von der Informatik, darum auch beim nächsten Thema Algorithmen. Da geht es um regelhaftes Problemlösen, dass man Abläufe definiert, wo ein Problem lösen. Das ist eigentlich auf logischer Natur. Wir zeigen dir, was Algorithmen sind und wie man Algorithmen an einem Computer umsetzen kann. Genau, und das würde gerade überführen zum nächsten Themenpunkt, das ist der Themenpunkt Programmieren. Wir werden die ganze Zeit während dem Kurs programmieren, also in dem Themenbereich werden wir einfach genauer herschauen, was ist das überhaupt, das Programmieren. Und dann geht es einfach darum, die Algorithmen zu überführen in eine konkrete Programmiersprache, in dem Fall mit Agent Cubes. Wie kann man dort eben, Algorithmen darstellen, dass dann der Computer die ausführt. Und dann ein weiteres Thema, das wir aufnehmen, ist das Thema Internet oder Netzwerk. Das ist zwar ein gigantisches Thema, wir probieren dort so ein bisschen fokussiert ein paar wichtige Fragen herauszugreifen. Und zwar ist, was ist das Internet, wie ist es konstruiert, wie funktioniert es? Dann ein bisschen Geschichte vom Internet anschauen und dann natürlich mit dem Thema Netzwerk, Internet, sind so Sicherheitsaspekte, die wir nochmal
bisschen genauer hinschauen. Und zum Schluss gibt es noch das Thema Global Impact. Informatik hat monumentale Einflüsse auf wie wir miteinander umgehen, wie wir arbeiten, wie wir Probleme lösen. Mittlerweile hat man einen Computer in jeder Hosentasche. Das hat riesige Einflüsse auf verschiedenste Bereiche, wie wir denken, wie wir arbeiten, wie wir spielen. Und bei Global Impact werden wir dort noch ein bisschen genauer hinschauen, was denn die Einflüsse genau sind. Das wären die 7 Themenbereiche. Abschließend tust du den Kurs mit einem eigenen kleinen Abschlussprojekt. Und zwar tust du selber probieren, ein Spiel zu programmieren. Also du schlüpfst in die Rolle von einem Game Designer oder einer Game Designerin und tust zeigen, was du in diesem Kurs gelernt hast. Jetzt, der ganze Kurs ist online. Ganz, ganz wichtig ist, wenn du irgendwo anstehst, ist, dass du nicht die Faust im Sack machst, sondern sehr schnell im Forum entweder eine Frage stellst oder uns ein Mail schickst und dann kannst du die Frage per Mail deponieren oder probierst einen Telefontermin mit uns vereinbaren. Es ist ganz wichtig, dass du dort dir Hilfe holst. Gut, das wär's. Ja, ich glaube, zum Schluss können wir nur noch viel Erfolg und viel Spass wünschen. Wir hoffen, der Kurs macht Spass, du bist lehrreich und du profitierst ganz viel von dem. Hoffentlich kannst du das eine oder andere gerade übernehmen und im Klassenzimmer mal testen. Wir sind sehr gespannt und sehr interessiert auch auf deine Feedbacks, wenn du so ein Projekt in Angriff nehmen willst. Und zum Schluss, ja, viel Erfolg und viel Spass. Ciao miteinander.